Es sehnt sich ewig dieser Geist in Zweite von August von Platen, gelesen für LibriVox.org von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, Januar 2009. Es sehnt sich ewig dieser Geist in Zweite und möchte fürder, immer fürder streben. Nie könnte ich lang an einer Scholle kleben und hätt ein Eden ich an jeder Seite. Mein Geist, bewegt von innerlichem Streite, empfand so sehr in diesem kurzen Leben, wie leicht es ist, die Heimat aufzugeben, allein wie schwer zu finden eine zweite. Doch wer aus voller Seele hasst das Schlechte, auch aus der Heimat wird es ihn verjagen, wenn dort verehrt es wird vom Volk der Knechte. Weit klüger ist's, dem Vaterland entsagen, als unter einem kindischen Geschlechte das Joch des blinden Pöbelhasses tragen. Ende von Es sehnt sich ewig dieser Geist in Zweite. Diese Aufnahme ist in der Public Domain.